Internet den Journalismus revolutionieren? Haben Sie das gesehen, diesen Mann mit den komischen Frisuren? Nicht den einen, sondern den anderen. Jeder ist heute Presse. Jeder Computer ist ein Medienimperium. Was sagen Sie denn dazu? Herr Lobo, was Johann Sebastian Bach die Fuge, das ist Ihnen ganz offensichtlich die Unfuge. Die Tatsache, dass neuerdings Fleischwarenfachverkäufer, Zahnarztwitwen oder auch übergewichtige Kinder in diesem Internet über ihre Körperfunktionen berichten dürfen, ist so weit weg von Journalismus wie Sie von einem Beruf oder von einer Frisur. Lieber Herr Sixus, so stumpf wie jetzt eben habe ich Sie in den letzten Wochen ja höchstens 300 oder 400 Mal erlebt. Aber selbst in Ihrer geistigen Einbahnstraßigkeit, die man Ihnen an Ihrer Frisur schon ansieht, müssten Sie doch erkennen, dass die Zukunft des Journalismus ist der Wikipedia-Journalismus. Die Zukunft ist der Schwarmjournalismus. Die Zukunft ist die Zukunft des Journalismus. Herr Lobo, Ihre Euphorie erscheint mir mittlerweile meldepflichtig beim Amt für Strahlenschutz. Sagen Sie doch bitte ein einziges Mal einen Satz, der nicht mit "Die Zukunft ist" beginnt. Wikipedia-Journalismus. Wikipedia-Journalismus, das hat uns gerade noch gefehlt. Wem die Realität nicht gefällt, der klickt auf Seite bearbeiten und schon gewinnt Silvio Berlusconi den Schlager Grand Prix, Kim Jong-il erhält den Friedensnobelpreis und Ahmadinejad fängt an zu twittern. Das ist doch Mumpitz. Wir haben im Journalismus seit Jahr und Tag ein hervorragend funktionierendes Instrument der Partizipation und das nennt sich Leserbrief. Sie klingen schon wie ein Volkshochschulkurs Internet mit Ursula von der Leyen. Aber es ist ganz anders. Blogs sind die neuen Leserbriefe. So sieht es doch mal aus. Wir basteln zusammen ein riesiges, lebendiges Informationsnetzwerk. Ein Nachrichtenmonsterchen, gegen das die Tageszeitung von heute so alt aussieht wie die Tageszeitung von heute. Herr Lobo, geben Sie bloß niemals Ihren Tagesjob als Texter für chinesische Glückskekse auf, weil Ihre Zukunftsvisionen taugen allerhöchstens als Kinderbeilage einer Esoterikzeitung. Journalismus ist nun mal ein Handwerk, das man beherrschen muss, und das lernt man garantiert nicht dadurch, dass man LOL-Kommentare auf YouTube verfasst. Sie scheinen mir einfach schon in den späten 80er Jahren verstorben zu sein und einfach nicht Konsequenzen daraus zu ziehen. So riecht es übrigens auch. Aber hören Sie doch einmal meine Argumente an. Schwarm! Jetzt klingen Sie wie eine angebrochene Büchse Sardinen im Kühlschrank von Matthias Hawks. Und Sie klingen wie ein vergessener Schuhspanner im Flur von Norbert Bolz. Sie... Machen Sie nur so weiter mit Ihrem Internet und eines Tages wird Dieter Gorni noch die Popcom absagen. Ach, gegen Ihre Internetkompetenz ist Theo 20er doch eine Internet-Koryphäe. Das war gemein.